Hallo und herzlich willkommen zu MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Handwerker. Ich habe heute Corinna zu Gast, sie ist MS-Patientin und bei Instagram unterwegs als Peppercrump und wir unterhalten uns über ihre frische Diagnose, die aber vielleicht hätte schon vor 25 Jahren gestellt werden können. Hallo, ich möchte mich ganz kurz bei dir entschuldigen. Ich habe diesmal das Mikrofon zu laut eingestellt und ich habe es leider erst nach der Aufnahme gesehen. Ich bin also übersteuert, es tut mir leid. Ich habe jetzt aber nicht die Muße, alles nochmal einzusprechen. Dafür ist es einfach zu spät. Ich nehme den Podcast abends auf und ich hoffe, du kannst mir es nachsehen. Es ist nicht so schöne Qualität, aber beim nächsten Mal kontrolliere ich dann das Mikrofon vorher. Vielen Dank für dein Verständnis und viel Spaß mit der Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute Corinna zu Gast. Corinna ist im Prinzip auf mich zugekommen, weil sie den Podcast gehört hat. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und ich fand das so sympathisch und eine ganz tolle Mutmacherin, dass ich Corinna in den Podcast eingeladen habe und schicke jetzt erstmal einen ganz lieben Gruß nach Südhessen. Hallo Corinna, schön, dass du hier bist. Hallo Nele, schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einleitung. Und dann schicke ich mal ganz viele liebe Grüße in den Norden zurück aus dem Süden von Hessen. Danke. Kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, bevor wir hier mit der Fragerunde loslegen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist? Ja, ich bin Corinna, ich bin 47, verheiratet. Mein Sohn hat auch heute Geburtstag, ist 24 geworden. Also ich bin schon ein bisschen älteres Semester und ja, ich habe meine Diagnose halt erst ganz kurz gekriegt, noch Anfang des Jahres im Prinzip und arbeite auf zwei Jobs verteilt. Ich bin selbstständig seit 15 Jahren als Tierheilpraktiker. Das ist so mein Nebengewerbe, in dem ich mich selbstständig gemacht habe und arbeite sonst 30 Stunden in der Woche als Risk Manager für einen Global Player und mache Audits. Spannend, spannend. Danke für die kurze Vorstellung. Dann gehen wir auch gleich mal zum Thema MS über. Du hast die Diagnose erst vor kurzem erhalten, hast du ja gerade gesagt. Wie kam es denn dazu und hattest du rückblickend schon vorher Symptome? Weil es ist ja relativ spät. Das Typische ist ja zwischen 20 und 40. Richtig. Also rückblickend würde ich sagen, dass schon sehr viele Symptome da gewesen sind, die entweder nicht in die richtige Richtung oder dass die Ärzte nicht in die richtige Richtung geschaut haben oder einfach falsch diagnostiziert wurden. Also ich bin jetzt im Herbst, Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres aufgewacht und habe meine Füße nicht gespürt. Also im ersten Moment dachte ich, die sind eingeschlafen und habe mich gewundert, dass es beide betroffen hat. Hab dann, nachdem ich aufgestanden bin, immer wieder versucht, mit Füßen massieren und viel laufen, dass die wach werden. Dem war aber nicht der Fall. Hatte aber gerade eine Woche zuvor Physiotherapie begonnen, weil ich einen uralten Bandscheibenschaden vom Sport habe, der mir eigentlich wenig Probleme machte. Aber ich kriege da ab und zu mal Physiotherapie, dass man halt mobil bleibt und habe das auch der Physiotherapeutin gesagt. Und dann sagte ich, naja, es könnte vielleicht der eine oder andere Nerv sein, weil das halt bei mir so die Stelle ist. Ne? Und das haben auch mal die Orthopäden gesagt. Wenn ich da hinten gesagt habe, da kribbelt es, die ganze Wirbelsäule ist so unruhig, als wären da Ameisen drin, dann hat man das immer auf den Bandscheibenschaden geschoben. Und vor 2,5 Jahren war es dann irgendwann im Büro so, dass mir von jetzt auf gleich schlecht wurde. Also wir sitzen in einem Großraumbüro, es war ganz peinlich. Ich habe also den Papierkorb benutzen müssen. Okay, so schlecht. Ja, so schlecht. Es ging auch von einer Minute auf die andere und es kam alles retour. Es war mir also sehr peinlich. Ich habe mich dann auch nach Hause geschleppt, habe mich da erstmal hingelegt für 2 Stunden und als ich wach geworden bin, war mein Gehör auf der linken Seite ausgefallen. Habe dann den Hausarzt kontaktiert. Daraufhin hieß es ja zum HNO. Der HNO hat dann am nächsten Tag, also es ging bei mir relativ schnell, sämtliche Tests gemacht für ein großes HNO-Zentrum. Und da war der Verdacht auf Hörsturz. Die Tests haben das aber nicht ergeben, aber das Gehör war auf der linken Seite weg, sodass man das im Prinzip auf den Gehörsturz, wie eine Diagnose gemacht hat, es kann ja dann nur der Hörsturz sein. Und das ist jetzt so 2,5 Jahre her. Und in dieser Zeit waren halt öfter irgendwelche Symptome, die man nicht so einordnen konnte. Meistens hatte man nach Borrelien geguckt und so weiter und so fort.
Und ja, es wurde halt nicht besser, bis dann der Super-GAU sozusagen im November kam. Und ja, es war natürlich die Zeit vor Weihnachten. Also ich habe es dann auch noch erstmal ein bisschen hingeschoben, also 14 Tage warten, ob das besser wird, wurde aber schlimmer. Ja, dann habe ich die Ärzte abgeklappert, wurde dann erst zum Neurochirurgen geschickt, dann musste ich ins MRT, dann haben die wieder nach dem Bandscheibenvorfall geguckt, dann haben die das wieder darauf geschoben. Es ging aber immer mehr bergab. Und dann standen wir schon quasi in der Weihnachtswoche, da war ich schon von Arzt zu Arzt rumgereicht worden und dann hieß es, also Sie müssen unbedingt zum Neurologen. Hab dann auch die Überweisung gekriegt, so, dann stand Weihnachten vor der Tür, die Woche zwischen Neujahr und, also Weihnachten und Neujahr, und damit kam dann halt der Termin erst quasi am Montag, den 4. Januar in diesem Jahr, also der erste Werktag. Und der Neurologe hat mich am nächsten Tag ins MRT schon buxiert gehabt. Wir hatten also ganz viele Tests. Da fiel mir dann schon auf, dass meine linke Hand nicht mehr so funktioniert hat, wie sie sollte. Und lauter so andere Dinge, wo ich dann nach Hause gefahren bin und auf dem Heimweg gedacht habe, hä, wann ist dir das denn an dir vorbeigegangen, dass auch so viel ausgefallen ist von der Motorik? Und naja, im MRT sagte dann die, ich hatte ein Gespräch danach mit der Ärztin dort, oje, das ist definitiv eine Myelitis, das ganze Rückenmark ist entzündet und so weiter und so fort. Also bin ich dann mit hängenden Ohren am nächsten Morgen wieder beim Neurologen gewesen. Ja, und dann kam also zack, die haben sofort die Einweisung ins Krankenhaus gemacht. Bin dann also vom Neurologen nur Tasche packen und weiter ins Krankenhaus. Und dort hat man mich dann auf den Kopf gestellt und ja, das hat dann auch erklärt, warum diese Nervenirritationen sind, die Gefühlsstörungen, leider auch Blasenstörung, die dann dazugekommen war. Ja, und das Ganze, was die meisten mit MS kennen halt. Ne? Ja. Okay. Ja, aber immerhin, gut, jetzt die Diagnose zu haben. Wie hast du die denn aufgefasst? Ist ja meist am Anfang erstmal ja, ein Schock. War es bei mir interessanterweise gar nicht, weil einfach in den letzten 2-3 Jahren schon sich so viel aufgebaut hat und die Ärzte dann immer zu mir gesagt haben, da ist nichts und man kommt sich dann schon wie so ein Hypochonder vor, als würde man sich irgendwas einbilden. Aber wenn man abends schon nicht mehr ruhig im Bett liegen kann, alles bitzelt und prickelt oder wie gesagt, dann war das Gehör ja da bei dem Pseudo-Hörsturz ausgefallen. Da hat man mich halt auch mit Infusionen 10 Tage behandelt. Also es wurde da alle 2 Tage gemacht. Ja, und dann kam natürlich auch das Gehör zurück. Und ja, dann hat man das auf Stress geschoben und wie auch immer. Und ich hatte immer das Gefühl, da ist was und konnte es nicht zuordnen. Und tatsächlich war die Diagnose eine Erleichterung, weil für mich dann klar war, okay, ich habe mir nichts eingebildet. Da ist tatsächlich was im Gange und ich habe immer so die Einstellung, wenn man den Feind kennt, dann kann man auch lernen, mit ihm umzugehen und ihn, also den können wir nicht besiegen, aber vielleicht mit ihm leben. Genau, absolut. Ja, gute Einstellung. Und nimmst du denn eine Basistherapie, beziehungsweise wie viel, wie viel Zeit hast du dir denn gelassen mit der Entscheidung? Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Zeit gelassen. Ich bin dienstags aus dem Krankenhaus entlassen worden mit dieser Diagnose und man hat mir auch gesagt, wenn ich eine Basistherapie machen würde, hätte ich also gute Chancen, sehr lange schubfrei zu leben. Und da ich sehr aktiv bin, wie gesagt, meine Jobs gerne mache, sehr sportlich bin, stand für mich eigentlich schon im ersten Moment außer jeder Diskussion, dass ich das irgendwie auf eigene Hand oder auf eigene Faust probiere, weil man ja auch gesehen hat, wenn man denkt, dass das erste schon ein Hörsturz gewesen, also der Hörsturz schon ein erster massiver Schub gewesen ist, der einfach falsch diagnostiziert wurde, dann hat das ja gezeigt, dass das ohne Medikamente, ohne passende Medikamente gar nicht funktioniert. Und ich hatte dann das Gespräch am nächsten Tag mit dem Neurologen, diesem MS-Zentrum, mit der MS-Schwester, die mir zugeteilt wurde. Und ich bin mit dem Rezept raus. Also für mich war die Entscheidung quasi gefallen, bevor ich wieder bei meinem Arzt in der Praxis gesessen habe. Ja, super. Schnell und konsequent dagegen schießen. Vertrete ich auch vollkommen diese Meinung. Finde ich klasse und wird bestimmt auch belohnt werden, bin ich mir sicher. Also jetzt hast du es zwar noch nicht lange, aber trotzdem die Frage, beeinflusst die Erkrankung bisher jetzt irgendwie deinen Alltag?
Ja und nein. Also es ist schon so, mein Job oder meine Jobs sind sehr stressig. Ich habe im privaten, also in meinem privaten Job sehr viele Kunden, die sehr anstrengend sind und auch manchmal so Energievampire. Und ich bin vorher immer so am Limit gelebt. Also das waren dann oft 14, 15 Stunden, die ich gearbeitet habe. Das schaffe ich tatsächlich seit diesem Schub nicht mehr. Also das ist einfach so, dass mein Körper viel schneller sagt, so das Schild hochhält, Stopp. Und ich dann merke, es ist jetzt Zeit für eine Auszeit. Und das ist schon, was ich vorher nicht kannte, mich einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen und vielleicht eine Tasse Tee oder Kaffee trinke und mal einfach so von mir aus nur den Fernseher kurz anmache, in der Zeitung blätter oder einfach nur sitze wie heute in der Sonne und ja, die Natur mal genieße für eine halbe Stunde und mir diese Auszeit gönne. Die habe ich mir in den letzten Jahren nicht gegönnt. Und ich merke, dass ohne die geht es im Moment nicht mehr. Und es nervt mich, weil es mich manchmal zurückwirft, weil ich merke, das Level so Leben am Limit, das funktioniert nicht mehr so gut. Das ist meine Selbstdisziplin. Ich glaube, das ist meine größte Nemesis, vor der ich stehe, diese Aufgabe, mich selber ein bisschen mehr zurückzunehmen und mehr auf mich zu fokussieren, als immer für andere da zu sein. Verstehe ich, ja. Aber hat ja auch sein Gutes, ne? Kann man immer mal ein bisschen reflektieren. Genau. Wenn man die ganze Zeit und mit Vollgas unterwegs ist, wird es mit dem Reflektieren schwierig. Ja, man hat die Zeit nicht dazu. Genau, die ist nicht da. Ja, kommen wir mal zum Thema so generelles Leben, Beruf, Freizeit. Du bist ja sehr aktiv und erfolgreich im Bogenschießen, was ich ja total cool finde. Also es ist eine Sportart, die ich auch irgendwie mal ausprobieren will. Ich glaube, die gibt es sogar dort in meiner neuen Region, wo ich wohne. Kannst du uns mehr über den Sport erzählen? Ja, ich bin da vor 15 Jahren über meinen Mann dazu gekommen und ich liebe das Bogenschießen insofern. Wir sind 3D-Schützen, also keine Olympic Recurves, wie man das vielleicht manchmal kennt, wo sie alle schon auf dem gepflegten Golfrasen da stehen und ihre Scheiben auf 18 Meter stehen haben oder auf 30. So schießen wir nicht. Also wir müssen ja schon mit Outdoor-Klamotten und festem Schuhwerk, nämlich Querfeld eingehen. Also ich habe Europameisterschaften in Österreich zum Beispiel auf 2200 Meter geschossen. Da oben lag Schnee, unten waren es 20 Grad, also eine traumhafte Kulisse, da ist die Luft auch etwas dünner, also man muss schon fit sein. Und wir schießen halt von deutschen Meisterschaften über Europameisterschaften, auch Weltmeisterschaften. Deutsche Meisterschaften habe ich schon mehrfach gewonnen, habe auch mehrfach jetzt nur Silber und Bronze, also es ist nicht immer nur alles Gold. Also im internationalen Bereich habe ich es bis dahin noch nicht geschafft, aber das macht auch nichts. Dabei sein ist immer alles und es ist halt ein Sport, wenn wir das am Wochenende einfach auf dem Parcours fahren. Das sind große Naturareale, da sind irgendwo, ich sag jetzt mal Gummitier, Attrappen, auf die man halt einfach schießt. Und man kann so unheimlich abschalten. Das ist so vom stressigen Alltag, ist es so ein Mentalsport, weil man muss sich fokussieren, man muss ankommen. Also mit Stress und Hektik klappt das nicht. Ja. Jetzt schießen wir instinktiv Bogen. Das heißt, wir haben keine Zielvorrichtungen oder irgendwas in der Art. Mein Mann sagt immer, das ist wie Steine schmeißen. Und unterm Strich ist das auch so. Weil man hat ja nichts, woran man sich orientieren kann. Man lernt das tatsächlich, dieses Bogenschießen, wenn man keine Hilfsmittel hat. Also ich schieße Primitivbogen überwiegend. Das ist wirklich nur der Holzstock. Und das heißt, man lernt das quasi mit dem Bogenschießen, sich so zur Ruhe zu bringen, auf die Atmung zu achten und dann klappt das auch. Aber es ist dann wie so ein Kurzurlaub auch. Und das ist immer Natur, alle Jahreszeiten und so weiter. Das finde ich halt das traumhaft Schöne dabei. Schön. Jetzt nochmal kurz eine Nachfrage. Holt man dann seine Pfeile wieder ab irgendwann, wenn alle durchgeschossen haben oder wie läuft das? Also im Normalfall ist es so, dass Parcours, die gebaut sind, so 28 Ziele haben. Da gibt es unterschiedlich große Parcours. Manche sind so 2-3 Kilometer. Im Hunsrück ist auch einer, der ist 16 Kilometer. Also da ist man schon etwas länger unterwegs. Und im Prinzip hat man einen Art Abschusspflock, also farblich markierte, ja, meistens ist so ein Holzstickel, der im Boden steckt, von dem man dann schießt, 3 Pfeile. Und wenn der erste steckt, dann muss man nicht den zweiten und dritten nachschießen. Also man
man hat maximal 3 Pfeile im Prinzip oder 3 Versuche. Ne? Also besser ist es natürlich, man trifft mit dem ersten. Und wenn dann alle geschossen haben von diesem Flock aus, von der Gruppe, dann geht man zu seinem Ziel im Prinzip, schreibt sich seine Punkte auf. Die sind dann halt mit, je nachdem, welchen Bereich man getroffen hat, ob das jetzt nur, ich sag jetzt mal wound ist, das heißt, das Tier wäre nur in Gänsefüßchen verletzt, wenn es jetzt ein reales Tier wäre, ne? Dann gibt es natürlich weniger Punkte, wie wenn man die Killzone trifft. Und dann schreibt man sich seine Punkte auf, zieht seine Pfeile und geht quasi gemütlich zur nächsten Station. Und so läuft man in so 28, 30 Stationen pro Parcours ab. Die haben dann auch zwischendrin immer so Sitzgarnituren irgendwo im Wald stehen, wo man dann auch einfach einen Break machen kann und kann die Natur genießen und Tee trinken oder Wasser und ein Pausenbrötchen essen. Schön, klingt super. Klingt so ein bisschen wie Golf, bloß eben dann noch mit Schießen. Genau. Aber hübsch, sehr hübsch. Genau, und du hast ja gesagt, du hast schon ziemlich erfolgreich teilgenommen. Gibt es irgendwie da ein Ziel, was du dir als nächstes gesetzt hast beim Bogenschießen? Ja, die Brötchen werden kleiner, die man backt mit so einer Diagnose. Also da ich ja schon sehr, sehr viele Medaillen habe, würde ich jetzt mal sagen, in dem Bereich habe ich schon sehr viel erreicht. Und jetzt davon zu träumen, irgendwann mal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist eigentlich noch gar nicht so mein Ziel. Also für mich ist eigentlich mein Level insofern halten, dass ich überhaupt noch dabei sein kann. Das ist, glaube ich, mein größtes Ziel. Das ist natürlich auch, glaube ich, die Sorge, die man immer mit so einer Erkrankung hat, dass der Tag irgendwann kommt, dass so diese Dinge, die man schon seit 10, 15 Jahren macht, vielleicht nicht mehr so gehen. Ja. Und da ist tatsächlich mein einziges Ziel, mich so fit zu erhalten, dass ich mir dieses Vergnügen noch leisten kann, gesundheitlich leisten kann. Entschuldigung. Ja, aber ich denke, das passt. Und man muss ja auch nicht gleich die Weltmeisterschaft gewinnen, das ist ja... Das wäre schon, aber ja, muss. Ich drück dir die Daumen. Also ich meine, dann kommst du einfach wieder vorbei, wenn du die Weltmeisterschaft gewonnen hast und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Sehr gerne. Wie viel Zeit bleibt dir denn für andere Sportarten? Ach, eigentlich recht viel. Also ich habe 2 Pferde, das genieße ich dann halt auch, erstmal nach der Arbeit immer an den Stall zu fahren und je nachdem auch so, wie das Wetter ist. Ne? So heute hatten wir einen super Tag und ich arbeite meistens im Homeoffice, habe auch gut freie Zeiteinteilung und dann kann ich halt auch mal morgens um 9:30 mich aufs Pferd schwingen und einfach mal eine Stunde ganz gemütlich durchs Gelände reiten. Wir wohnen im schönen Odenwald, wir haben traumhafte Kulissen. Also das kann ich nur. Dann mache ich ja noch Yoga, das ist jeden Mittwochabend. Natürlich durch Corona ist alles ein bisschen anders. Jetzt haben wir halt Online-Yoga, das ist nicht so ganz das Gleiche wie in unserem Yoga-Zentrum, sage ich jetzt mal. Aber ich nehme mir einfach die Zeit und ich nutze sie auch. Das mache ich schon. Also von daher, das geht. Schön, klingt super. Genau, das erklärt auch schon, dass das mit dem Sport soweit ganz gut weiterging, aber ja. Haben sich denn deine Prioritäten, was Beruf und Freizeit angeht, verschoben? Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, okay, etwas kleinere Brötchen backen. Gibt es da noch andere Sachen, wo du dir sagst, sehe ich jetzt anders? Ja, ein bisschen schon, weil mein Job als Risk Manager, die ist schon sehr anspruchsvoll und auch sehr zeitintensiv, wo ich auch bereitwillig immer sehr, sehr viele Überstunden gemacht habe und mir dann halt auch den Stress so ein bisschen an die Backe gezogen habe, zu sagen, okay, ich mache jetzt im Büro doch noch eine Stunde länger und habe dann einfach nur noch eine Stunde Zeit, bis ich dann hinterher bei meinen Kunden am Stall bin, weil ich ja da als Tierheilpraktikerin dann weitergearbeitet habe. Ich war dann immer so, wie ich vorhin eingangs schon sagte, so am Limit, dass ich halt gesagt habe, hier die Beste, da versuchen, mein Bestes zu geben zumindest. Und das hat sich schon insofern geändert, dass ich gesagt habe, also wir müssen ein bisschen auf die Bremse treten oder ich muss auf die Bremse treten und mich mehr auf mich auch fokussieren, weil ich habe das im letzten Jahr gemerkt, da war ich wirklich immer so auf der Überholspur. Es hat auch die Ernährung tatsächlich ein bisschen drunter gelitten, weil wenn man dann 15 Stunden gearbeitet hat und im Sommer teilweise um 21 Uhr erst aus dem letzten Stall raus ist, dann habe ich mir tatsächlich um 22 Uhr eher so eine Wagner-Pizza reingeschmissen in den Ofen, anstatt meinen Salat zu essen wie vorher oder mein Gemüse. Also da habe ich selber schon, bevor der Schub kam, gemerkt, das geht so nicht weiter, weil er einfach zu viel gelitten hat. Ja, auch zu viel. Ich bin jemand, der eigentlich immer sehr viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt hat. Und auf einmal war das über Monate gar nicht mehr der Fall. Ja, und da sind dann schon Veränderungen, dass ich sage,
okay, der eine Job ist mein, wo ich als Risk Manager arbeite, der bleibt bestehen. Da gebe ich auch weiterhin Gas. Aber das, was ich selber gestalten kann, die Termine, die ich gebe und nicht, wo ich von außen getriggert werde, die entzerre ich. Da gönne ich mir einfach jetzt mehr Zeit und da müssen auch Kunden einfach mal eine Woche länger auf einen Termin warten. Und wenn ihnen das nicht wert ist, dann, aber ich bin mir mit meiner Gesundheit das wert, dann haben die halt Pech. Ja, richtig so. Das ist gut. Genau. Hattest du denn irgendwie jetzt schon einen Tiefpunkt mit der MS oder kann man das so nicht sagen? Ja, doch schon. Also ich habe im Krankenhaus noch ein Medikament bekommen, was meine Nervenirritationen so ein bisschen beruhigen sollte. Und dann hat man natürlich erstmal die Stoßtherapie und dann kam ich aus dem Krankenhaus raus, war mit der Diagnose, klar, die war nicht die schönste, ne? Mhm. Und dann war das aber schon nach ein paar Tagen so, mir ging es wirklich körperlich gut. Mir ging es auch auf einmal so gut wie schon lange nicht mehr. Mhm. Da war für mich die Welt in Ordnung. Habe ich gedacht, ach mein Gott, dann schmeiße ich halt morgen meine Pille rein. Ja, was es gibt Schlimmeres. Ja, andere nehmen Verhütungspillen oder sonst irgendwas. Ja. Wenn das alles ist, dann ist der Drops für mich gelutscht. Und nach 4 Wochen sollte ich dann das andere Medikament langsam ausschleichen. Das ist dann natürlich auch die Phase, wo das Cortison auch irgendwann mal nicht mehr so nachwirkt. Und dann kamen so schnell so viele Symptome wieder. Dann war ich auf einmal wieder so abgeschlagen. Ich hatte diese Nervenirritationen wieder. Ich hatte so leichte Gefühlsstörungen. Und dann habe ich gedacht, oh, kein kosmischer Bonus. Du hast dieselbe schlechte Karte darin in diesem Spiel gezogen, wie alle anderen auch. Und das hat mich dann einmal wirklich auf den Boden gesetzt. Also ich glaube, das, was ich vorher so als ganz gelassen genommen habe, das kam wie so ein großer Regenguss von oben runter und hat mir erst mal klar gemacht, was das bedeutet. Und dann habe ich so eine ganze Woche, also so 5-6 Tage schon definitiv schwer gehadert. Habe auch meinem Mann gesagt, er kann sich scheiden lassen. Er braucht jemanden wie mich nicht. Ja, ich bin kaputt und wer will schon kaputten Menschen? Und dann kommen diese ganzen erstmal Selbstzweifel. Und da habe ich sehr viel geweint. Ich denke aber auch, das war ganz gut, weil in der Woche habe ich mich auch sortiert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Corinna, du lebst in einem Land, du hast eine Krankenkasse, du hast deine Medikamente, du hast Freunde, du hast Familie, du hast deine Kunden fragen schon, wie geht's dir, wann kommst du wieder? Es sind so viele, die sich um dich kümmern. Was heulst du hier eigentlich rum? Geht's dir schlecht? Nein. Lebst du irgendwo in einer Elendshütte? Nein. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe tolle Leute um mich herum. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht die richtige Einstellung, so geht's nicht. Ja, und dann habe ich halt gedacht, nee, es ist alles da, was ich mir wünschen kann, also nicht jammern, sondern wirklich die Schultern straffen. Und dann habe ich mich auf mein Pferd geschwungen, war eine Stunde ausreiten und als ich zurückgekommen war, das war dann wirklich wie so ein Bilanzstrich drunter gezogen und habe dann gesagt, dann ist es so, aber dann ist es so und es ist auch gut. Mhm. Und seitdem ist tatsächlich gut. Schön. Super. Ja, das ist ja bei jedem anders, ne? Also wenn man sehr kontrolliert ist und vielleicht auch durch Yoga und durch, ja, dein Bogenschießen und so, ne, dann kann man sich da vielleicht auch aus so einem Tief schneller wieder raus straffen, sage ich mal, ne? Ja, vor allem ist es, mir hat man im Krankenhaus, so wie auch der Neurologe gesagt, das MRT ist halt sehr schlecht bei mir und da sind so viele Läsionen und Black Holes vorhanden, dass für die das schon fast ein Wunder war, dass es vorher nicht das Kartenhaus zusammengebrochen ist. Und die haben natürlich auch gefragt, wie ich lebe und ich habe gesagt, vegetarisch und rauche nicht und trinke nicht. Also gut, nicht trinken ist vielleicht gelogen. Also ich habe auch schon mal ein Glas Rotwein getrunken, also nicht null, aber im gesunden Maße, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Und halt immer viel an der frischen Luft. Das ist auch als Tierheilpraktikerin bin ich nachmittags in den Ställen, da ist man in keinen geschlossenen Raum, das Bogenschießen, das Yoga. Mhm. Und dann haben die gesagt, naja, das wird schon sehr viel kompensiert haben. Und wenn die sich das MRT angucken, schätzen die, dass die MS eigentlich schon 25 Jahre mindestens alt ist. Ja, krass. Also, und das hat also sehr, sehr lange gebraucht, um auszubrechen. Und dann habe ich mir halt so für mich auch gedacht, naja, wenn es so lange gebraucht hat, auszubrechen, so richtig auszubrechen. Mhm. Und jetzt wird mir ja geholfen. Ja, jetzt nehme ich mein Medikament. Und was ja hoffentlich genug gegensteuert, damit eben die Schübe nachlassen, gar nicht mehr kommen, wie auch immer. Mhm. Dann kann es ja jetzt eigentlich nur besser werden. Und wenn es so lange gut gegangen ist ohne Medikamente, dann
sehe ich jetzt eigentlich mal eher positiv in die Zukunft und hoffe, dass es auch noch mit Medikamenten eine sehr lange Zeit gut geht. Also von daher ist Jammern, glaube ich, jetzt noch nicht angebracht. Sehr gut. Richtige Einstellung. Und dein Mann hat die Scheidung auch nicht angenommen. Insofern alles gut. Ja, und das ist es ja, ne? Also es hat ganz viel mit der Einstellung zu tun. Medikamentös unterstützen ist wichtig. Und aber genau, vegetarisch leben, nicht rauchen, ganz, ganz wichtig, wenig trinken, viel frische Luft und vor allen Dingen damit ja auch Sonne, ne? Also ja. Sonne tanken und klasse. Machst du alles richtig, das wird bestimmt super und da mit 90 dann vielleicht leichte Geheinschränkung. Ja, damit kann ich dann leben. Genau. Also meine Oma ist jetzt bald 95 in einem Monat. Die braucht jetzt auch einen Rollator, aber ich glaube, das ist in Ordnung mit 95. Das denke ich auch. Das ist okay. So, genau, jetzt hast du schon ganz oft von, davon erzählt, dass du Tierheilpraktikerin bist für Pferde. Wie kam es denn dazu? Und kannst du uns vielleicht noch so einen kleinen Einblick geben, was du da genau machst, ob dich Privatpersonen engagieren, Tierärzte, wie das genau abläuft? Weil das ist ja was Schönes. Mit Tieren zusammenarbeiten ist ein Träumchen. Ja, also ich habe als kleines Kind also tatsächlich schon immer Tiere geliebt. Ich habe auch alles Mögliche nach Hause geschleppt. Leider hat nicht alles, was ich unter meinem Bett damals in Schachteln verpackt habe, überlebt. Das muss man heute leider sagen. Okay. Die ein oder andere Schnecke leider nicht. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel meine kleine Maus im Feld gefunden. Die war mehr tot als lebendig. Die habe ich zum Beispiel in eine Tierhandlung geschleppt mit der Hoffnung und der Bitte, dass die dem Tier helfen. Ja, aber da haben sie mir dann schon klar gemacht, das wird nichts mehr. Und es war eigentlich immer meine Intention, Tieren zu helfen. Ich kann es nicht erklären, warum. Ich liebe Tiere. Ich habe Katz und Hund im Haus und auch Zwerghamster und habe meine Pferde. Und für mich war das immer klar, man kann auch mit Tieren gut zusammenarbeiten. Ich finde die auch so ein bisschen Seelenbalsam. Mhm. Und als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, der litt an einer Laktoseintoleranz. Den Test konnten wir aber damals erst machen. Ich weiß es gar nicht mal, da war er 3 oder 4. Und bis dahin hatte der so wahnsinnig viel Migräne. Mhm. Und dieses Kind, ein 6 Monate altes Kind oder ein Baby und ein Jährling, jedes Mal mit Medikamenten vollpumpen, was so die Standard, ich sag mal, Medikation manchmal bei Kinderärzten war, das war für mich nicht die Option. Also bin ich dann zu Heilpraktikern gegangen und habe dann erstmal da mir Hilfe gesucht und dann hat man auch einiges mit Entspannungsübungen und so weiter wegbekommen. Mhm. Und ich fand das ganz klasse, was da gelaufen ist, bis wir natürlich auch wussten, woran es dann lag, nachdem dann dieser Atemtest gemacht werden konnte und wir das wussten, dann konnte man natürlich auch besser gegensteuern. Mhm. Aber dann habe ich schon gedacht, da gibt es noch mehr als die klassische westliche Medizin. Mhm. Und warum nicht Tiere auf dieser Weise eben auch die Unterstützung geben? Und dann habe ich vor auch 15 Jahren, ja 2006, habe ich dann die Ausbildung am Institut für Tierheilkunde begonnen. Wir hatten dann also ganz klassische Tiermediziner, die uns die Anatomie beigebracht haben. Es ging also 2 Jahre jedes Wochenende und habe dann die Zusatzausbildung als Tierheilpraktiker gemacht. Mhm. Und angefangen habe ich mich ehrenamtlich in einem Tierheim vorzustellen, bei uns damals im Wohnort, und habe gesagt, ich habe jetzt erst die Ausbildung abgeschlossen, weil dann kommt man gerade von der Schulbank, also man hat da noch nicht so viele praktische Erfahrungen. Ich würde quasi ehrenamtlich meine Dienste anbieten. Mhm. Und dann konnte ich da erstmal sehr viel mit Hunden und Katzen arbeiten. Dann hatte ich auch viele Freunde, die Pferde hatten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meins noch nicht, aber die hatten Pferde. Mhm. Und dann habe ich sehr viel am Pferd gearbeitet. Und irgendwann hat sich das so rumgesprochen. Und ja, wir sind dann umgezogen hier in den Odenwald, wo halt eben sehr viele Pferde, weil wir ländlich leben, zugegen sind. Dann hatte ich mein eigenes Pferd irgendwann ja einen Ort weiter im Stall stehen und dann hat sich das so ein bisschen ausgebaut und es wurde dann tatsächlich über die Zeit ein Selbstläufer, weil ich mich spezialisiert habe halt auf die Akupunktur, also Pferde, die mit Verspannungen zu tun haben, Gelenkprobleme und so weiter, aber halt auch auf Stoffwechselerkrankungen, was viele THPs, also Tierheilpraktiker, nicht machen. Mhm. Wo viele Tierärzte an ihre Grenzen kommen, weil der Stoffwechsel wird halt häufig durch falsche Haltung, durch falsche Fütterung gesteuert und andere kleine Erkrankungen, die es da noch gibt. Und häufig fehlt den Tierärzten die Zeit, sich wirklich mal intensiv mit einem Pferd zu beschäftigen, weil die sind wirklich auch immer mit ihrer mobilen Fahrpraxis, die hetzen im Prinzip von Termin zu Termin.
Und ich kriege das immer wieder gesagt, dass meine Kunden erzählen, dass der Tierarzt ihnen gar nicht so richtig zuhört, nicht so richtig die Zeit mitbringt. Ich mache denen keinen Vorwurf, das ist denen ihrer Situation geschuldet. Mhm. Und da kann ich so ein bisschen eine Lücke schließen. Und ich habe sehr viele Tierärzte, die mit mir mittlerweile zusammenarbeiten, die halt festgestellt haben, dass ich also nicht mit Hokuspokus ankomme, sondern auch mit klassischen Laborergebnissen arbeite. Ich habe ein klassisches Labor mir gesucht, also gar nicht mit irgendwie Bioresonanztherapie, was viele befürworten, ist jetzt nicht mein Gebiet. Mhm. Und so kam es halt, dass ich ein gutes Netzwerk mir aufbauen konnte. Und ja, dann ist es über die Jahre immer mehr und mehr und mehr geworden. Und ja, jetzt ist es schon so, dass ich manchmal den Leuten sagen muss, also der Termin ist erst in 4 Wochen, weil bis dahin bin ich ausgebucht. Ja, schön. Luxusproblem, genau. Genau. Ja, spannend. Danke. Danke auch für den Einblick. Ja, jetzt hast du erst seit so weniger Zeit, kommen wir wieder zurück zu MS, ist aber trotzdem bei mir immer so eine klassische Frage, was machst du, wenn du Symptome der MS verspürst? Ja, hast du da einen Tipp? Ja, dich in Panik verfallen. Ja. Ich glaube, der erste Gedanke ist immer, könnte es jetzt ein Schub sein? Meistens ist es ja nicht der Fall, dass ich halt wirklich durchs Yoga irgendwie mir versuche, mit Atemtechnik erstmal mich so ein bisschen wieder zu beruhigen. Und bei mir ist es ganz stark so, das war so ein Zufall, dass ich das festgestellt habe, Kühlgel. Also so Sportkühlgels, die so viel Menthol oder sowas enthalten oder Pfefferminze, die wirken bei mir Wunder. Wenn die Füße mal so einen irritierten Tag haben, weil sie mal so ein bisschen bitzelig sind und man abends so keine Ruhe findet, fast wie Restless Legs, auch wenn es keine sind, dann hilft bei mir Kühlgel wahnsinnig gut. Einen guten Tee zum Einschlafen und das Kühlgel und dann kommt auch wieder Ruhe rein. Und dann sieht der nächste Tag auch meistens schon ganz anders aus. Super, ja. Gibt es einen großen unerfüllten Wunsch bei dir? Ja, ich würde ganz gerne mal mir tatsächlich San Francisco ansehen. Mein Vater hat 20 Jahre in den USA gelebt, allerdings in Gänsefüßchen nur Texas und Florida. Und Florida kenne ich wirklich von oben bis unten, von rechts nach links, also von Key West bis sonst wohin, Miami, also West Palm Beach haben die sehr lange gelebt und es ist ein traumhafter Bundesstaat, aber tatsächlich die Westküste würde mich mal reizen und ganz im Speziellen halt tatsächlich San Francisco. Das ist, ich kann es gar nicht erklären, warum. Es war schon immer mein Traum und irgendwann, wenn vielleicht mal Corona rum ist und alles entspannt und man wieder in so einer Fliegerdose sitzen kann und ohne Angst haben muss, wenn da 200 Leute mit einem drin sind oder noch mehr, dass man sich was holt. Ja, irgendwann San Francisco auf alle Fälle. Sehr gut, ist auch eine schöne Stadt. Also ich war 3-mal schon da, genau. Sehr schön, sehr schön, macht Spaß. Obwohl ich persönlich sogar die raue Westküste mehr dann oben in Oregon und Washington noch schöner finde. Aber die Redwoods sind ganz, ganz toll. Ist ein gutes Vorhaben, finde ich gut. Kommen wir zur Blitzlichtrunde. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Den hat mir eine Psychologin gegeben. Das ist schon 10, 11 Jahre her. Die sagte mal, da wir ja fast 8 Milliarden Menschen oder mittlerweile haben wir 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben, gibt es im Prinzip kein einheitliches Konzept, was, es ging ums Thema glücklich sein, was einen Menschen glücklich macht. Also jeder muss im Prinzip für sich alleine seinen Weg finden, um glücklich zu sein und darf sich nicht so von anderen prägen und beeinflussen lassen. Und das hat mir damals auch Mut gemacht oder den Weg dahingehend geebnet, dass ich gar nicht so darauf mehr bedacht war, dafür zu sorgen, dass andere mich irgendwie mögen oder dass ich es für andere richtig mache, sondern dass ich es für mich richtig mache. Egal in welchem Punkt, ob das mein Job ist oder meine Tiere oder mein Zweitjob oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass es wichtig ist, ein eigenes Konzept zu finden und sich selber dabei treu bleiben und gar nicht so sehr von anderen prägen lassen. Sehr schöner Ratschlag. Hast du ein aktuelles Lebensmotto? Ja, Krönchenrücken weitermachen. Also das ist tatsächlich so, die Schultern straffen und nach vorne gucken. Ja, das ist auch gut bei MS. Mit welcher Person würdest du gerne mal ein Kamingespräch führen und zu welchem Thema? Ja, das ist vielleicht ein bisschen schräg. Also mein Jugend- oder Kindheitsidol war tatsächlich früher Madonna oder
früher Madonna, ja, heute nicht mehr unbedingt, aber damals schon. Was ich immer an ihr bewundert habe, und das würde ich auch gerne mal wissen, weil die hatte sich schon immer wieder neu erfunden und war immer ihrer Linie treu geblieben, auch wenn sie sehr exzentrisch war. Aber sie ist von Anfang an jemand gewesen, der sich, glaube ich, auf sich sehr stark fokussiert hat. Und das hat sie ja jetzt schon über mehrere Jahrzehnte durchgezogen. Und das finde ich eine ganz faszinierende Art. Ob sie jetzt persönlich mir liegen würde oder nicht, aber ihr Konzept finde ich unheimlich gut, sich selber so weit treu zu bleiben. Und das wäre für mich ein ganz interessantes Gesprächsthema, gerade in so Zeiten wie in den 80ern, wo man halt auch, wo sie eher ein bisschen rebellisch aufgetreten ist und trotzdem damit ja quasi senkrecht durch die Decke gestartet ist mit ihrem Lifestyle. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frau. Hab's ja auch viele Alben von ihr total gerne gehört und fand das auch immer toll, genau, dass man irgendwie Madonna erkannt hat, aber die immer wieder neue Stilrichtungen geprägt hat, ja, ne? Die ist ja nicht bloß hinten dran gewesen, die hat sie vorne mit geprägt und das ist schon sehr beachtlich. Die hat definitiv sehr viel geprägt, ja. Ja. Vervollständige den Satz, für mich ist die Multiple Sklerose. Ja, ein Teil von mir und ich glaube, wie für viele, also für mich ist es ein Fluch, aber auch ein Segen zugleich. Segen insofern, man wird demütiger, man wird dankbarer für kleine Dinge, die man vielleicht früher als, sie waren so immer da, dass man einfach denen überhaupt keine Beachtung mehr geschenkt hat. Und heute genieße ich tatsächlich die Tasse Tee mehr, ich genieße die Sonne mehr und ich genieße es mehr, wenn ich noch durch einen Parcours gehe und Bogen schieße, weil ich es kann, weil ich es noch kann. Ja, und Fluch natürlich, weil man weiß ja nie, was kommt. Ja, verstehe ich. Welche Internetseite kannst du zum Thema MS empfehlen? Ja, deine, darüber bin ich ja am meisten gestolpert. Dann natürlich auch die deutsche, also die Multiple Sklerose Gesellschaft von Deutschland, DMSG, und Amsel finde ich auch noch ganz interessant und ganz gut. Es gibt immer verschiedene Seiten, aber ich bewege mich mehr, wenn ich mal im Netz lese, auf den, so wie Amsel oder der DMSG, weil das für mich eher so fachlich fundiert ist. Genau. Ja, das ist auch immer besser, bei den Seriösen zu bleiben. Da weiß man, dass es gut recherchiert ist. Welches Buch oder Hörbuch hast du denn kürzlich gelesen und worum ging es da? Also ganz spannend, da bin ich durch Zufall drüber gestolpert, war von Fabian Neidhardt, das immer noch wach. Mhm. Darum geht es, dass er als junger Mann mit 30, die leider Fehldiagnose, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, Krebsdiagnose bekommt, also Magen-Darm-Krebs, an dem auch sein Vater gestorben ist. Und er von vornherein jegliche Behandlungsmethoden ablehnt, sich in ein Hospiz begibt und darauf wartet, dass er stirbt. Und während dieser Phase mit anderen in diesem Hospiz ja Kontakt und auch Freundschaften schließt und in zum Ende hin ergibt sich, dass er dann erfährt, dass die Proben tatsächlich vertauscht worden sind von der Biopsie und man sich ganz schwer entschuldigt hat. Und das Interessante ist, er ist der Einzige in diesem Hospiz, der mit denen er Freundschaft geschlossen hat, der überlebt. Und jeder hatte ihm so gegen Ende des Lebens den Wunsch erzählt, was er noch nicht gemacht hat. Und nachdem er merkt oder erfahren hat, dass er weiterlebt, arbeitet er buchstäblich die Liste ab, dass den Leuten ihren letzter Wunsch erfüllt wird. Also ein letztes Mal Schach spielen gegen diesen Großmeister, ein letztes Mal einen Tanz führen, also einen ganz speziellen, und ein letztes Mal die Familie in Italien besuchen. Und tatsächlich versucht er, alle Wünsche von den anderen abzuarbeiten. Das ist also ganz interessant, dieses Thema. Und ich finde das, fand das ein unheimlich spannendes Hörbuch. Und also er macht das aber stellvertretend für die anderen, oder wie? Genau. Okay. Er macht das stellvertretend für die anderen. Die wissen das natürlich nicht, weil sie alle schon verstorben sind. Ne? Aber als er dann erfährt, dass er weiter leben kann und er hatte alle Träume für sich aufgegeben, hat er überlegt, was macht er denn jetzt mit der verbleibenden Zeit? Ja. Und dann kam ihm die Idee, dass er halt eben die Wünsche, die andere am Schluss noch hatten, die sie einfach in ihrem Leben nicht umgesetzt haben, weil oft schieben es ja Menschen auf die lange Bank, ach, das mache ich irgendwann und dann kommt vielleicht nicht mehr der Zeitpunkt. Und dieses Bedauern, was die bei ihren Wünschen hatten, dass sie nicht umgesetzt haben, das versucht er stellvertretend für sie dann zu machen. Okay, krass. Und er hat es mit Sicherheit auch selber eingesprochen, oder? Der hat eine sehr schöne Stimme, der Fabian Neidhardt. Ich habe den auf der Leipziger Buchmesse getroffen, als er bei Wolfgang, bei der mit Wolfgang Tischer zusammenarbeitet, den hatte ich auch schon mal als Gast da.
Und habe auch gesagt, die sollen auch bitte mehr Podcasts zusammen machen, weil ich das so schön finde, wenn die zwei zusammen Podcasts machen und sind ganz sympathisch. Also ich war jetzt gerade total beruhigt, dass du gesagt hast, der hat überlebt. Denn ich dachte so, oh nein, bitte nicht. Nein, nein, der hat überlebt. Und ja, er liest auch das Buch selber. Schön, ja, der hat eine tolle Stimme, mag den total. Mhm. Sehr gut, danke für den Tipp. Ja, hast du, okay, ist jetzt wieder, aber es ist so eine klassische Frage bei mir. Hast du einen Tipp für das jüngere Ich, den du dir sozusagen selber geben würdest zum Zeitpunkt der Diagnose, auch wenn es erst so 3 Monate her ist? Ja, das ist natürlich schwierig, aber das Einzige, was ich mir jetzt selber rückblickend geben würde, ich hatte die größte Panik war eigentlich für mich vor den Nebenwirkungen der Medikamente. Also man kriegt dann ja auch gesagt, dann kommt so eventuell eine Alopezie, also Haarausfall und dies, das und jenes. Und dann dachte ich, Gott, meine schönen langen Haare. Und also ich hatte mehr Angst vor den Nebenwirkungen als vor der MS. Und ich habe nicht eine Nebenwirkung. Und von daher würde ich mir heute sagen, einfach mal entspannt abwarten, was kommt und nicht schon 3 Stufen weiterdenken. Sehr gut. Ja, dann sind wir auch eigentlich am Ende soweit. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben? Ja, das ist, glaube ich, immer eine ganz schwierige Frage, weil ich habe ja jetzt das große Glück, dass bei mir noch alles recht mild verläuft und ich wahrscheinlich auch noch sehr, sehr, sehr lange einen milden Verlauf haben werde und wenig oder gar keine Einschränkungen. Da ist es natürlich leicht zu sagen, mach dich nicht verrückt, nimm das Ganze gelassen, lass es auf dich zukommen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der war sehr schnell im Rollstuhl gelandet, dem geht das ganz anders wie mir. Also der ist happy, wenn er an der Sprossenwand noch eine Minute gerade stehen kann. Zudem zu sagen, gelassen, würde mir unpassend vorkommen. Deswegen ist eigentlich das Einzige, was man jedem nur auf den Weg geben kann, egal wie es ihn trifft, ob es mit Glück ein guter, milder Verlauf ist oder leider eher so eine aggressive Variante, es anzunehmen. Also eher zu gucken, wie kann ich damit am besten umgehen, was tut mir gut, was kann ich tun, damit es eben mir lange so gut wie es möglich ist, die Dinge noch umsetzen zu können. Aber den Weg muss, glaube ich, jeder selber finden. Das ist ganz, ganz schwer. Und zu sagen, bleib gelassen, es mag für den einen passend sein und für den anderen vielleicht tatsächlich ein Tritt vor den Bug. Ja, genau. Aber ja, danke auch für diese Einordnung. Genau, das ist hilfreich. Und das ist, glaube ich, immer ganz gut. Ne? Also die meisten Leute kennen irgendwie jemanden. Insofern weiß man, wenn man selbst betroffen ist, in der Regel, dass es verschiedene Verläufe gibt. Aber ja, danke, hast du nochmal schön zusammengefasst. Wo findet man dich, liebe Corinna, denn im Internet? Also man findet mich auf Facebook natürlich unter meinem normalen Namen Corinna Franz. Mhm. Man findet mich auf Instagram unter meinem Namen Peppercrump. Da habe ich so ein bisschen MS-Blog gemacht und ich habe jetzt auch, meine Seite ist jetzt endlich fertig, nachdem sie einmal gecrashed war, also unter Peppercrump MS. Das gibt aber dann mehr so ein persönlicher Blog, so ein persönliches Tagebuch und wo ich halt den Leuten die Chance geben will, ein bisschen mitzulesen, wenn sie Interesse haben, zu verfolgen, wie es einem Otto-Normalverbraucher im Prinzip mit so einer Diagnose geht. Es wird Ups und Downs geben, also ich gehe nicht davon aus, dass jeder Tag gleich positiv wird, aber vielleicht so auch als Mutmacher, dass das Leben trotzdem weitergeht, auch wenn es mal ein schlechter Tag ist, dass man trotzdem am nächsten Tag wieder aufsteht und sagt, hey, heute scheint die Sonne, die Vögel zwitschern, der Sommer ist da, das Leben geht weiter, das Leben ist schön. Genau, jeden Tag eine neue Chance und man sollte das Leben, was man hat, nutzen, ne? Bestmöglich, ja. Egal was das so bedeutet. Super, liebe Corinna, vielen, vielen Dank. Die Tipps, Links auch zu deiner Seite, deinem Blog, zu Instagram, das verlinke ich alles, also das ist alles auf meinem Blog und wenn du da draußen in den Shownotes bist, dann ist immer ein Link auch zu meinem Blog, da findest du das alles. Ja, danke, dass du hier warst. Danke, dass du auch so eine Mutmacherin bist. War mir ein großes Vergnügen, dich hier zu haben. Vielleicht klappt es irgendwann mal im echten Leben. Und dann schicke ich erstmal ganz liebe Grüße nochmal nach Südhessen und wünsche dir weiter so einen tollen, sanften Verlauf, liebe Corinna. Vielen Dank, liebe Nele. Ich schicke mal die Grüße zurück. Im Moment bist du ja in Dresden, hast du vorhin gesagt. Genau, genau. Und von daher noch eine gute Zeit. Das wünsche ich dir auch. Und vielen Dank für die Einladung. Super, danke. Tschüss. Tschüss. Das war MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Handwerker. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge einige interessante Neuigkeiten erfahren. Wenn du noch mehr Informationen rund um die MS erhalten willst, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Newsletter. Dort teile ich meine Erfahrungen mit dir, gebe dir Tipps für einen sanften Verlauf und du erhältst kostenloses und exklusives Bonusmaterial.
Außerdem wirst du als Abonnent zuerst über Neuigkeiten informiert. Du findest den Newsletter auf meiner Webseite www.ms-perspektive.de/newsletter. Melde dich gleich an und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.